Wir haben 10% Chance, 10% Lebenspunkte zu generieren. Das ist 10%, 15 Lebenspunkte. Okay, wir könnten uns hier ausrüsten. Wir haben zwar hier und da ein bisschen zu knabbern in der einen oder anderen, wie soll ich sagen, in der einen oder anderen Schlacht, aber bisher scheinen wir, glaube ich, ganz gut durchzukommen. Und hier nehmen wir einfach mal alles mit, auch wenn es 400 Münzen kostet. Wir haben gelernt, einfach alles mitnehmen. Sonst könnte das, wenn wir auf einmal zu 5 unterwegs sind, sehr viel mehr kosten. Ja, wie gesagt, das, ob man sowas verkaufen kann, das stellt nur dabei, also klar, man kann es verkaufen, da steht sehr wertvoll dabei, aber momentan, wir haben eigentlich noch Gold, wir haben noch, oder wir haben jetzt wieder Proviant, deswegen würde ich erstmal ungern verkaufen wollen, nicht, dass man davon irgendwas noch braucht. Stimmt, das wollte ich beim letzten Mal oder nach der letzten Aufnahme nachgucken, habe ich schon wieder vergessen. Naja, wir haben gekauft, wir könnten hier theoretisch, ja, wir haben bisher auch keinen Halt dran gebraucht, ne? Zwei Items wären natürlich cool pro Charakter im Kampf. Vielleicht kommt es auch mit Stufe 10, dass da noch ein Slot frei wird oder so. Einmal so ein Item, was uns ein bisschen Boni gibt, und einmal quasi Platz für einen Heiltrank. Ich will ständig Mana-Trank sagen, aber es ist ja ein Rüstungstrank oder sonst irgendwas. Ah, schauen wir mal, vielleicht kommt es ja noch. Genau, jetzt aber erstmal ein bisschen Informationen, bitte. Habt ihr Neuigkeiten aus anderen Ländern gehört? Nord-On zieht mit seinen Orks und den Albae durchs Land. Die Magi sind alle tot. Und von dem Heer, das gegen Porysta gezogen ist, hat keiner mehr was gehört. Es sind finstere Zeiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht verzweifeln. Wir müssen auf die Götter vertrauen. Das müssen wir. Gern hättest du dem Händler gesagt, dass er nicht nur auf die Götter vertrauen sollte, sondern auch dir und deinen Begleitern Glück wünschen möge. Doch das hätte nur zu Fragen geführt. Das stimmt. Aber dann frage ich mich doch, was für ein Herr war denn bei Purista ein? Warte mal, haben wir bei Purista gekämpft? Ich habe leider die Städtenamen nicht mehr so richtig im Kopf, wo wir angefangen haben. Haben wir da eine Ork-Armee zurückgeschlagen? Ist da dieses Heer gemeint? Wobei, wir haben auch ein großes Heer, wahrscheinlich, oder zumindest ein Heer, was ich nicht zuordnen konnte auf der Karte gesehen. Das war auch auf einmal verschwunden. Vielleicht in den Albe-Hinterhalt oder so Lebt wohl gekommen. und viel Glück. Vielleicht in den Albe-Hinterhalt oder so gekommen. Da musste ich leider einmal mehr unserem Zwerg ins Wort fallen, weil ich selber gerne schwadroniere. Da mache ich ja kein Geheimnis draus. Sprechen wir erstmal mit den Leuten hier. Das Haupttor ist verriegelt und macht einen stabilen Eindruck. Solange es Männer gibt, die wissen, wie man ein Tor verteidigt, werden die Orks es nicht überwinden können. Was soll denn das sein? Okay, so Blockade nicht da, aber hier liegt Munition oder Steine zum Runterwerfen. Haben wir oben keine Armbrustschützen, Ballisten oder irgendwas? Schau dir die Grünhäute an. Es werden täglich mehr und trotzdem trauen sie sich nicht heran. Wir wissen ganz genau, dass sie unsere Mauer nicht überwinden können. Oder sie erdrücken uns irgendwann zahlenmäßig oder warten auf ihre dicken Ogerfreunde. Sind eine Menge Orks da draußen. Aber die Mauern sollten halten. Sind ziemlich solide für Menschenmauern. Das macht das Ganze nicht besser. Habe ich hier nochmal eine zweite Möglichkeit? Das Haupttor ist verriegelt und macht einen stabilen Eindruck. Okay, war jetzt bloß verwirrt, weil ich dachte, wenn man es einmal, wie jetzt hier, angeklickt hat, dann verschwindet es. Gab also keine neuen Informationen. Oder keine neuen Informationen. Na, hast du den kleinen Schisser schon gefunden? Er muss ja noch irgendwo in der Stadt sein. Er ist zu ängstlich, um sie zu verlassen. Noch haben wir ihn nicht gefunden. Oh, was ist das? Bücher. Vajorn ist für seine Liebe für das geschriebene Wort bekannt. Einige der angebotenen Schriften sind dir aus Lord Ionans Bibliothek bekannt. Okay. Mit den vielen riesigen Seen ist Vajorn reich an verschiedensten Fischen und Meeresfrüchten. Da die Gebirge der Zwerge weit von größeren Seen entfernt sind, stehen die meisten Fische nicht auf ihrem Speiseplan. Macht natürlich durchaus Sinn. Der unglaubliche Rodario. Kommet, werte Spectatores, kommet und sehet das Theater Curioso mit seiner Schauspielgröße, dem unglaublichen Rodario, der geheimnisvollen Armora und dem genialen Magister Technicus Furgas entführt euch in eine andere Welt. Nun sehet und höret, werte Spectatores, die Wahrheit über Nudin, den Wissbegierigen, der sich unter grauenvollen Umständen der anderen Magi entledigte und das geborgene Land ins Unglück stürzte.
Das geborgene Land, es wird mein sein. Lord Ionan? Was ist denn das jetzt schon wieder? Der Moment, also der Typ oben war ein Magier und der hat sich in die Stadt geschlichen, oder was? Gib mir den Rucksack zurück, ja. Ehe du dies versiehst, überkommt dich der Hass auf denjenigen, der dein Zuhause zerstört und deine Liebsten getötet hat. Ich werde dich töten, bei Vrakas. Du wirst es vielleicht versuchen und ich werde meinen Spaß daran haben. Wen soll ich mir als nächstes vornehmen, hä? Wer bedeutet dir in deiner Reisegruppe am meisten? Du willst nicht an den Spielchen des Alps teilnehmen und presst deine Lippen fest aufeinander, während du über Fluchtmöglichkeiten nachdenkst. Vor allem du bist doch derjenige, der aus der letzten Schlacht einfach geflohen ist, für die größte verweichlichte Ratte, weil es einfach keine Chance gehabt hast. Oh, ich spiele mich jetzt wieder auf, weil ich von hinten attackiere. Vor allem kein von den Leuten fällt es auf, dass der mich da einfach mitnimmt. Sehr schön. Als du Frala und die anderen ermordetest. Erschrocken stellst du fest, dass du nicht weitersprechen kannst. Du spürst einen Kloß im Hals und deine Augen beginnen zu brennen, als Bilder vom Stollen und Sintoras vor dir auftauchen. Ich sehe, mein erster Schlag hat dich getroffen, Unterirdischer. Oh, wie sie geschrien haben. Wärst du doch nur da gewesen, um ihnen zu helfen. War das ein Alp? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das Langohr noch. Alarm! Alarm! Die Orks greifen an! Kommt, wir müssen die Mauern verteidigen. Und da geht der Kampf auch schon los. Aber wir haben erstens den anderen Zwerg noch nicht gefunden. Und B, das ging jetzt alles schon wieder viel zu schnell. Ich wollte mich doch noch im Rest der Stadt umgucken. Ach nee, hoffentlich habe ich jetzt nichts übersehen. Aber ja, sehr schön mit dem Kopf. Schön die Nase und der ist hinten mit dem Kopf gegen die Wand geknallt. Eigentlich, oh, wir hätten uns gleich mit der Axt noch umdrehen können und gleich zermatschen das Ding. Aber da flieht die kleine Drecksratte wieder. Ne? So ein feiges kleines, oh, ich werde es genießen, dir jeden Knochen einzeln rauszureißen. Das verspreche ich dir jetzt schon. Aber okay, größere Probleme stehen bevor. Die Orks greifen die Stadt an. Vor allem, das ist jetzt keine 5 Minuten her, seitdem der Hauptmann gesagt hat, oh, die Mauern halten stand und die greifen eh nicht an. Das wird lustig. Wir sind hier. Die sind da, zerstöre alle Leitern und es dürfen nicht mehr als 30 Orks durchkommen. Okay, aber wenn ich die töte, theoretisch, dann müsste ja die Zahl wieder sinken. Das hatten wir schon ein, zwei Mal. Leute, wir gehen. Die kommen hundertprozentig da irgendwo hoch, die Leitern. Das heißt, wir sprinten sofort nach da vorne. Irgendwas kriegt hier Schaden. Ich kann nicht sagen, was es ist. Stopp, wir müssen da hoch. So, wo ist denn jetzt... Also hier schießen schon mal... Nee, schießt hier irgendjemand von uns? Die schießen runter, ne? Okay, und hier tauchen Leitern auf. Okay, das heißt... Komm mal du hierher. Da sind Leitern, können wir die angreifen? Schön, Leitern sind zerstört. Wir ziehen gleich weiter. Wobei, müssen wir uns vielleicht aufteilen oder so? Schauen wir mal. Da ist eine zweite Leiter, alle auf die. Okay, da das Zielen auf die Leiter könnte schwierig werden. Machen wir das mal so. Oh, keiner wird uns treffen. Die Leiter ist weg. Da oben sind Gegner auf den Mauern. Los, schlag zur Runde. Du gehst da drauf. Du gehst da drauf. Und du rennst mal weiterhin mit deinem Kriegshammer dort hinten hin. Hey, wieso würde ich denn jetzt hier im... Wollte schon sagen, da kann ich doch gar keinen treffen. So, dann haben wir den. Du bist hier nochmal am Ausrasten. Machst sie da weg. Schön alles niederreißen, habe ich gekommen, dass sie es bloß über die Mauer versuchen werden. Also Moment, erstmal mehr Schaden und dann hier das Ding so einreißen. Sehr schön, haben das nächste erwischt, schlag auf den da weiter ein. Und rüber da, rüber. Hallo, Jungs, würdet ihr euch vielleicht mal bitte... Danke, weil da drüben kommt nämlich... da ist sehr viel los. Du springst mal direkt da zur Leiter.
greifst die da an. Okay, du bist da beschäftigt. Kann ich hier irgendwie, da sind Leute von uns im Weg. Das heißt, wir können hier erstmal bloß im Nahkampf da reingehen. Was ist mit dir? Ne, wir haben die gerade auseinandergetrieben. Geh mal hier weiter auf die Leiter, mein Guter. Hier ein Stück vor, genau. Ah, es fehlt noch ein bisschen was. Und wir haben es, glaube ich. Aber das war noch nie im Leben die Schlacht. Wir können sie aufhalten. Du wünschtest, es wäre anders. Aber dir ist klar, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Zum Seitentor. Das ist unsere einzige Chance. Ja? Hä, wieso ist denn jetzt auf einmal die Stadt immer zu retten? Moment. Wir wissen, das Tor wurde aufgesprengt. Wir können davon ausgehen, dass Sindoras oder irgendwer anders sich eingeschlichen hat und eine Bombe gelegt hat. Aber deswegen muss doch jetzt die Stadt noch nicht verloren sein. Wir ziehen... Gut, ich meine, wenn die Soldaten gerade nicht auf Kampfpositionen sind, sondern vielleicht zuerst gerade auf die erhöhte Alarmbereitschaft vorbereiten. Gut, da haben wir vielleicht sogar wenig Männer da. Wenn wir jetzt eine Formation da hätten, vielleicht kriegen wir es den ganzen Leuten dann eine Formation zusammen. Wir stellen einfach da vorne einen Piken oder Hellebardenwall auf und lassen die da die ganze Zeit einfach draufrennen und türmen da die Leichen auf. Wenn die ganze in die Speerspitzen reinrennen, das ist alles kein Problem. Wir sollen zum Seitentor, na gut, oder machen wir einen Ausfall. Du flitzt sofort da los, wir können dann nämlich auch runtergehen. Oder drüben wird aber böse gekämpft. Mach mal hier auf dich aufmerksam. Genau, oink oink. Und jetzt schlägst du. Schlag zu. Und um sich hier mal schauen. Kriege ich. Ah, da treffen wir uns bloß selber. Machen wir das so. Und dann darfst du hier einfach nochmal. Nein, jetzt mit Steuerung. Mach das so. Und du bist beschäftigt und du. Da treffen wir bloß wieder Leute von uns. Du steckst die da runter. Und du bist schon da. Das ist gut. Schauen wir mal. Aschei kann man nicht runterschlagen. Nochmal ausrasten, hier alles niedermachen. Wunderbar, wir müssen da mal verschwinden. Helden am Seitentor. Du heilst dich. Und dann schlägst du mal in die Richtung. Du kommst da weg. Gut, dann kriegen wir schon mal keinen Schaden. Da hat er direkt einen erwischt. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie da runterkommen. Müssen wir denen da unten helfen. Aber solange wir hier oben noch genug zu kämpfen haben. Wobei die zwei sollen gleich tot sein. Genau, so und jetzt runter da. Wir müssen dort unten kämpfen wahrscheinlich noch. Ja, schön. Egal, spring du mal hier runter. Na wohl, ne, nicht so, ne, was sonst sterben wir dabei. Sonst machen bloß unsere Leute da wahrscheinlich kaputt. Du springst dahin und wo bist, wer ist das? Du kommst hier wieder runter, du gehst dahin. Es dürfen sich keine Feinde näher des Ausgangs befinden. Na gut. Aber klar. Als ob jetzt so eine Ork-Horde die Stadt zerlegen könnte. Gut, klar, wenn es die Verteidiger unvorbereitet trifft, das ist ganz unwahrscheinlich, wenn das Dorf einmal aufgesprengt wird. Zu einfach. Sie ist abgeschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Vielleicht könnten wir da behilflich sein, werte Herren. Geht beiseite. Seid ihr Diebe? Mitnichten. Wir sind Künstler und Menschen mit besonderen Talenten. Sagt, Freunde, da ihr Mephodan ja offensichtlich auch verlassen wollt, hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns euch anschließen? An sich eigentlich nicht, aber ich meine, die Schlacht tobt. Komm, es ist Smalltalk, da werden wir immer Zeit, aber okay. Was sehen wir denn? Zwei oder eins? All dieses Gegrunz im Hintergrund. Der unglaubliche Rodario. Oh, ein Verehrer meiner Künste? Wer hätte das gedacht? Ich bin in der Tat der einzig wahre, der unglaubliche Rodario. Der werte Herr hier ist Furgas, der beste Magister Technicus seit Menschengedenken. Und zu guter Letzt die bezaubernde Narmora, deren Schönheit die Rosen am Haus des Bürgermeisters vor Neid verdorren lässt. Alles Weitere sollten wir vielleicht bereden, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Ist ein Argument. Wir haben eine lange und gefährliche Reise vor uns. Ich glaube nicht, dass ihr euch unserer Reisegruppe anschließen wollt. Eine epische und gefahrvolle Reise?
Das klingt nach einem Abenteuer und außerdem habe ich gesehen, dass ihr mit euren Waffen umzugehen versteht. In diesen unsicheren Zeiten bietet eine große Reisegruppe den besten Schutz. Meint ihr nicht auch? Ich weiß nicht. Noch immer strömen Orks durchs Tor und über die Mauer. Du beschließt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen ist. Also gut, gehen wir. Nichts wie weg hier. Bei den Ersten sind wir sicher. Die Erste. Die Pracht ihrer Hallen soll keinesgleichen kennen. Und ich habe gehört, sie haben faszinierende Konstruktionen, Forgas, die fast an Magie erinnern. Es ist offen. Gehen wir. Ich will ja nicht schon wieder meine Paranoia durchkommen lassen, ne? Aber, sehr gut, wenn das dazu anfängt, wahlweise so weitergeht. Aber, wer sagt denn das zum Beispiel... Dieser, okay, da landen wir hier. Ach, die kriegen Erfahrungspunkte fürs Nix-Machen. Die sind ja fast so gut wie ich. Aber wer sagt denn jetzt zum Beispiel, dass... umgekehrt, wer sagt denn zum Beispiel nicht, dass dieser Rodario nicht schon von dem Alp ermordet wurde und der Alp einfach seine Identität angenommen hat und gerade mit uns reist oder so? Theoretisch. Außerdem, wir haben den Zwerg noch nicht gefunden. Das hat mich am meisten geärgert. Hätten wir den vielleicht vorher noch finden können? Also sprich, dass wir... Wie soll ich sagen, dass wir ihn erst finden, ihn zur Sau machen, dann zur Vorstellung gehen und dann ins Eck gedrückt werden oder so. Weil unser, wo ist er, unser Boendal, der hat ihn ja gefunden, der kam ja mit dem anderen ums Eck gelaufen. Die haben ja geschrien, Achtung, da ist der Alp oder da passiert irgendwas und dann, zack, hat er eine mitbekommen. Egal, ganz viele Fragen, ganz wenig Antworten, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach, Nahrung haben wir erplündert, nochmal so eine Statue und Gold. Und jetzt sind wir so eine Riesentruppe, oder was? Oh, Wetter. Okay, ihn mag niemand, das wissen wir ja schon. Level 7, was kann er denn? Er kann Flammen werfen. Schießt einen Feuerstrahl aus einer Apparatur an seinem Handgelenk. Okay. Sticht mit einer versteckten Klinge zu. Hebt Rodarios Tarnung nicht auf. Stellt sich tot, wenn er zu viel Schaden erhält. Die Gegner lassen von ihm ab und er steht wieder auf. Oh ja. Rodario verwandelt sich in einen Feind und wird in Ruhe gehen lassen, bis er einen Gegner offen angreift. Okay, das ist lustig, wird aber vielleicht nicht so viel bringen, denke ich mal. Was haben wir hier? Ist so schnell, dass sie jedem zweiten Schlag ausweichen kann, okay. Bewegt sich ein Stück Blitz schnell und unbemerkt über das Schlachtfeld, okay. Erbarmungslos, greift einen Gegner mit schnellen Attacken an, bis er entweder tot ist oder sie 10 Treffer gelandet hat. Oh, das klingt sehr böse, das würde ich mir gerne ansehen. Was haben wir hier? Einen Fernkämpfer. Schießt einem Feind einen Pfeil ins Knie, der daraufhin stürzt, okay. Schießt einen Pfeil ab, der beim Auftreffen explodiert und den Gegner entzünden kann. Der beim einzelnen Ziel über die Zeit hohen Schaden verursacht. Ein Gerät stößt einen schrillen Pfeifton aus, den nur Orks und Hunde hören können. Orks in der Nähe geraten in Panik. Sehr schön. Okay. Sie hat coole Attacken, ist aber auch Nahkämpfer, er ist ein Fernkämpfer. Und ja, die zwei sind ja im Endeffekt, ohne das jetzt abwerten zu meinen, dieselben, was so die Hauptfähigkeiten angeht. Deswegen würde ich ihn mal rausnehmen und ihn dafür mal rein. Mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Und wir ziehen jetzt erstmal weiter. Wir müssen bis dort oben hin. Kann ich da durchziehen? Nee, da kann ich nicht durchziehen. Ich kann bis hier hingehen, aber das lohnt sich nicht. Okay, ziehen wir weiter. Wir haben viel Nahrung. Jetzt verbrauchen wir 8 Nahrung pro Tag. Ich habe zwar 200 gekauft, aber das ist ja fast alles weg. Und da ist nochmal eine Ork-Horde. Am Abend nach eurer Flucht aus Mifordania erholt ihr euch an einem Lagerfeuer von den Strapazen. Goimgar verzieht sich in eine Ecke, Bavragor widmet sich seinem Alkohol und die Zwillinge holen ihren Zwergenkäse heraus. Namora und Forgas tauschen auf der anderen Seite des Feuers Zärtlichkeiten aus, während Rodario sich neben dir niederlässt. Ah, eine Reise mit echten Zwergen zur Festung der Ersten. Das kann ich bestimmt in mein neues Stück einbauen. Ja, doch, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Woher weiß denn der Kerl eigentlich von seiner Aufführung her, dass der eine Markus korrumpiert ist und die anderen 4 oder 5, und gut, die 5. ist ja nicht tot, aber die ist verschwunden, also offiziell alle 5 getötet hat, wenn man so will, inoffiziell 4 Stück. Und das, ja genau, woher weiß er solche Sachen eigentlich? Das würde mich immer interessieren, woher kann er das denn für ein Kunststück schon einbauen? Oder liegt hier in der Vergangenheit... der Tod von den 4 Magi schon so weit zurück, dass es Leute gesehen haben, also dass sie diesen Turm da in der einen Stadt schon aufgemacht haben und dann jetzt alle Bescheid wissen, was da passiert ist, indem sie umgesprochen hat
Woher weiß er solche Sachen? Genau, die Verwandlungen und... Ne, die vier machen wir gleich. Ich möchte mich erstmal ein bisschen unterhalten.